Hallo, in diesem Video möchte ich euch einen Akku vorstellen, der Akku von der Firma Power Queen. Das ist ein fertiger 12 Volt Akku mit 200 Amperestunden, also richtig viel Power. Und zugleich möchte ich euch ein Ladegerät von der Firma Power Queen vorstellen, mit dem man das Akku sehr schnell aufladen kann. Nachdem ich im letzten Video haben wir ja einen Akku auf Zellenbasis gebaut. Das ist aber nicht jedermanns Sache, dazu braucht man eben doch schon Elektronik oder Elektrokenntnisse, sonst kann das gefährlich sein. Deswegen jetzt mal wieder eine Vorstellung von einem fertigen Akku. Gleich nach dem Intro geht's los. So, ich werde jetzt erstmal den Akku auspacken und auch das Ladegerät werde ich auspacken. Stellt euch das ein bisschen näher vor, dann schauen wir mal ein bisschen in die Anleitung, was da so an Features vorhanden ist. Danach werden wir die einzelnen Tests beginnen. Wir machen sehr viele Tests, deswegen kann das Video auch ein bisschen länger werden. Also wir machen Belastungstests, Dauerbelastungstests. Wir messen das BMS aus, Abschaltspannung, Einschaltspannung, machen Kurzschlusstests, schließen verschiedene Wechselrichter an, zeichnen Ladekurven, Entladekurven auf und so weiter und so weiter. Ihr könnt also in der Videobeschreibung auch einzelne Sprungmarken zu den verschiedenen Kapiteln im Video finden. Falls euch ein Test besonders interessiert, könnt ihr auch da direkt hinspringen oder irgendwas überspringen, falls euch das schon bekannt ist. Ansonsten findet ihr wie immer auf unserer Webseite www.tüftlerundheimwerker.de auch einen kompletten Testbericht zu dem Akku und zu dem Ladegerät. Da sind auch die Ladekurven, Entladekurven, die Bezugsquellen und alles Mögliche verlinkt. Das könnt ihr da natürlich jederzeit komplett nachlesen. Das müssten wahrscheinlich die Schrauben sein, denke ich mal. Hier. Auch hier wieder vier Schrauben, zwei Kappen. Obwohl man ja eigentlich nur zwei braucht. Zwei offenbar wieder Reserve. Das hatten wir bei einer anderen Batterie, die wir getestet haben, auch schon. So. Hin und wieder werde ich das Video auch mal etwas beschleunigen, wenn jetzt hier irgendwelche Standardsachen, bei wie das Auspacken und so weiter gezeigt wird, um einfach das Video etwas abzukürzen. Wir testen das Akku in der Plus-Version. Es gibt auch eine 12,8 Volt mit 200 Amperestunden ohne Plus. Bei der Plus ist der Unterschied, dass da auch 200 Ampere an Strom gezogen werden kann. Also das BMS ist einfach bei der Plus-Version stärker als bei der normalen Version ohne Plus. Es gibt vom Hersteller aber auch eine ganze Reihe von weiteren Batterien mit 100 Ampere oder eben auch andere Spannungen und so weiter. 2560 Watt, klar, kann man auch ausrechnen. CE und die ganzen Prüfzeichen kennen wir alle. Ja, das sieht soweit alles schön aus. Griffe hier an der Seite. Das ist ähnlich, also die wiegt schon einiges. Ja, aber lässt sich noch ganz gut transportieren. Ich werde die wahrscheinlich dann auch irgendwann in Reihe schalten mit einer anderen. So dass ich dann, weil ich ja bei meiner Solaranlage 24 Volt brauche, brauche ich ja dann zwei und die kann man auch hier in Reihe schalten. Und hier sind also schöne M8er Kontakte, wie es eigentlich üblich ist. Da kann ich nochmal messen, wie tief die sind. Bis in die Mitte 13,67. Ja. Hier 13,5 etwa bis in die Mitte. An den Rändern
ist ein bisschen weniger. Also 12 mm kann man auf jeden Fall da reinschrauben. Da das Arbeiten an hohen Strömen sehr gefährlich sein kann, hier nochmal ein Warnhinweis. Stoppt also das Video und lest euch den Hinweis nochmal genau durch. Insbesondere, wenn ihr eben auch an Akkus oder mit Akkus arbeiten wollt. So, messen wir jetzt mal den Innenwiderstand der gesamten Batterie. Das ist einer der wichtigsten Kennwerte überhaupt. Er gibt Auskunft darüber, wie alt die Zellen in etwa sind, ob es wirklich neue Zellen sind oder wie stark das Akku entladen oder geladen werden kann. Der Innenwiderstand sollte immer möglichst niedrig sein. 13,15 Volt, 13,154. Und der Innenwiderstand ist nur 2,19 Milliohm. Das ist ein sehr guter Wert, ein sehr, sehr guter Wert. Stimmt. Mal ein bisschen wackeln, damit wir hier auch richtig Kontakt haben. Aber das Messgerät hat schon zwei Prüfspitzen, sodass das also wirklich sehr genau misst. Also 2,19 Milliohm. Bei 13,54 Volt. Also das ist ein sehr guter Wert. Der ist sogar noch mal etwas niedriger als von der Batterie, die wir kürzlich getestet haben. So, jetzt drehe ich schon mal die Schrauben ein mit diesem Federring. Nachher werde ich noch eine Sicherung verbauen, eine Megasicherung, um das Ganze abzusichern. Das solltet ihr auch auf jeden Fall machen. Es ist zwar BMS vorhanden, aber eine Sicherung, das ist als Zusatz eigentlich Pflicht. Man könnte dann später auch noch diese Kappen draufstecken hier auf diese Schrauben. Da gibt es dann noch so Kappen, die mitgeliefert werden. Das werden wir jetzt aber nicht machen, weil wir müssen ja noch einiges testen. Aber wir schauen jetzt vielleicht erstmal in die Anleitung. Es sind im Prinzip zwei deutsche Anleitungen und eine englische. Wir schauen uns natürlich jetzt nur die deutsche an. Da gibt es erstmal eine Kurzanleitung, beziehungsweise ist erstmal auch eine Servicecard dabei. Da steht nochmal, dass da eine Hotline vorhanden ist, die Lifetime, also lebenslang, zur Verfügung steht. Irgendwo steht auch nochmal was zu dieser Garantiezeit. Also der Hersteller gibt auch 5 Jahre Garantie auf die Batterie. Dann hat man hier dieses eine Blatt, das ist für Anfänger praktisch eine Kurzanleitung, eine Bedienungsanleitung. Kennt ihr vielleicht von der letzten Batterievorstellung, das ist hier ganz ähnlich. Das sind eigentlich nur die grundlegenden Dinge, die man eigentlich fast, die meisten eigentlich schon wissen sollten, wenn sie eine Batterie kaufen, dass man die nicht verpulen soll, dass man die Kabel nicht rumhängen lässt, dass man nicht sie ins Wasser stellt, dass man Kabel richtig isoliert und so das Typische. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr darauf eingehen. Wir können, glaube ich, direkt zur Bedienungsanleitung springen. Die ist eigentlich etwas interessanter. Auch die Bedienungsanleitung ist in Deutsch, also kompletten Deutsch, sogar recht gut übersetzt. Da kann man gar nicht meckern. Da werden jetzt nochmal die Schrauben und die Maße beschrieben. No. Bei den Maßen wird hier angegeben eine Höhe von 21,8 cm. Eine Tiefe, also die Länge der Batterie ist 52,2 cm und die Breite 24 cm. Wir können auch nochmal kurz prüfen, ob das stimmt. Also 52, das stimmt. Ist mit Griff gemessen. Das stimmt. Die Höhe 218. Das stimmt auch. Da sind die Schrauben jetzt natürlich noch nicht dabei. Da müsst ihr 9 cm ungefähr mehr rechnen. Die Schrauben sind nicht bei der Höhe dabei, aber sonst die Kontakte schon. Also. Und Tiefe 240, da müssen wir hier ein bisschen Rand mitrechnen. Wie viel war es hier? Tiefe 18, ja, da ist mit Rand gerechnet, das haut hin. Also die Maße stimmen. Ja, dann haben wir hier noch die Spannungsangabe. Die Batterie leistet 12,8 Volt. Das ist so die mittlere Spannung. Wenn sie komplett geladen ist, hat sie natürlich ein bisschen mehr. Aber die meiste Zeit liegt die Spannung in etwa bei 12,8 Volt.
Die Ladespannung beträgt 14,4 Volt plus minus 0,2, also die kann 14,4 Volt, 14,2 Volt oder 14,6 Volt sein. Und die maximale Dauerleistung der Batterie beträgt 2560 Watt. So viel Leistung kann entnommen werden und die Kapazität beträgt ja auch 2560 Wattstunden. Die beiden Werte darf man nicht verwechseln. Kann sein, dass ich mich hier auch ab und zu nochmal verspreche. Also die Watt, die Dauerleistung wird natürlich in Watt angegeben und die Wattstunden sind eben die Leistung pro Stunde. Das ist praktisch die Arbeit. Und dann gibt es hier noch die Angabe der Dauerladeleistung und die Dauerentladeleistung und die beträgt hier 200 Ampere. Das bedeutet, das Akku kann halt so dauerhaft, oder der Akku, nehmen ja einige sehr genau, also der Akku kann mit 200 Ampere dauerhaft geladen oder entladen werden und das sind schon sehr, sehr große Werte. Die braucht man eigentlich sehr, sehr selten. Meistens sind die Ströme doch deutlich niedriger. So, blättern wir mal um. Auf der nächsten Seite findet man das CE-Zeichen und alle möglichen anderen Richtlinien, die hier von der Batterie erfüllt werden. Ich lese euch nun mal ein paar vor. Die Umweltrichtlinie der Europäischen Union, die EMV-Richtlinie, die CE-Richtlinie, die EMV-Richtlinie der Störaussendung, die Störfestigkeit, die DIN-EN, die UN 38-3-Klassifizierung und die DIN, noch eine DIN-Norm, also da alle möglichen, da steht jetzt auch noch eine DIN-Nummer jeweils dahinter. Ich glaube, das lese ich euch jetzt nicht mehr alles vor. Also die Batterie hat schon etliche Prüfungen hinter sich. Es ist also keine 0815-Batterie, sondern die ist schon auch sehr, sehr gut getestet und erfüllt alle möglichen Anforderungen. So, dann kommt noch der Haftungsausschluss, den überspringen wir mal. Dann kommen noch ein paar Tipps, wie man die Batterie anschließt, wie man die Schrauben reindreht, wie man die Kappen draufsetzt, wie man die Klemmen ansetzt, dass man sie nachher also erstmal vollständig laden soll. Also eigentlich die grundsätzlichen Tipps. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Blättern wir mal weiter. Verbinden. So. Jetzt habe ich eine Seite übersprungen. Hier, da kommt nämlich eigentlich erst das Inhaltsverzeichnis, aber egal. Da sind wir jetzt bei den Spezifikationen. Die sind da schon wichtiger. Da ist ganz interessant. Also es sind prismatische Zellen, steht da. Die Nennkapazität beträgt 200 Amperestunden. Die nutzbare Kapazität ist ebenfalls 200 Ampere. Das ist ja der große Vorteil von Lithium-Eisenphosphat gegenüber Blei. Hier kann man eben wirklich die komplette Kapazität nutzen. Bei Blei ist das ja nicht machbar, da kann man ja nur einen Teil nutzen, das ist ja der große Vorteil. Deswegen sind die Preise von Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind zwar eigentlich teurer, aber wenn man es auf Dauer rechnet, sind die natürlich viel billiger als Bleibatterien. Dann steht hier noch die Nennspannung, 12,8 Volt, das hat man schon gesagt, die Energie 2560 Wattstunden. Dann das Ladeverfahren steht hier noch, das ist das übliche CC-CV, das heißt also konstante Stromregelung, konstante Spannungsregelung. Also zuerst wird mit einem hohen Strom geladen, am Schluss wird dann auf die Entspannung, auf die Entladespannung umgeschaltet und die Spannung geregelt. Eigentlich typisch bei solchen Akkus, man kann aber auch mit Labornetzteil laden, dann wird eben von vornherein die Spannung eingestellt, das ist genauso schonend, es geht nur einfach langsamer, das ist nur der einzige Nachteil. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt auch ein Ladegerät haben, wo wir noch ein bisschen schneller laden können. Dann der empfohlene Ladestrom, der beträgt 40 Ampere, das ist so der typische Ladestrom, der empfohlen wird. Natürlich kann man auch höher oder niedriger laden. Dann steht drin, dass hier das Managementsystem 200 Ampere verkraftet, das BMS. Dass der Dauerentladestrom, haben wir schon gesagt, 200 Ampere. Und der maximale Entladestrom für 5 Sekunden, der ist nochmal ganz interessant. Der kann 400 Ampere betragen. Und ja, die Dauerleistung 2560 Watt haben wir auch schon gesagt. Dann steht hier noch auf der anderen Seite der Innenwiderstand, der ist kleiner oder gleich 40 Milliohm.
wird hier angegeben, aber da haben wir ja viel weniger gemessen, also 2,19. Also da ist die Batterie deutlich besser, als es hier in der Anleitung angegeben ist. Das Gehäuse ist aus Kunststoff ABS, Abmessung haben wir schon gesagt, Schutzklasse IP65. Die Temperaturen, Ladung 0 bis 50 Grad. Es darf also nicht unter 0 Grad geladen werden, aber das wisst ihr wahrscheinlich, das ist ja bei Lithium-Eisenphosphat typisch, das ist bei allen Batterien so. Wenn ihr unter 0 Grad laden wollt, dann muss die Batterie oder der Raum beheizt werden. Es gibt auch Batterien, die eine eingebaute Heizung haben und dann geht das dann auch über. Dann geht das auch im Außenbereich beispielsweise. Ne? Auch der Hersteller hier von Power Queen, die bieten auch Batterien mit Heizung an. Könnt ihr einfach mal auf deren Webseite schauen. Link ist ja in der YouTube-Beschreibung. Die Entladetemperatur, die kann allerdings minus 20 bis plus 60 Grad betragen. Also entladen, also Strom aus der Batterie entnehmen, das kann man auch bei Minusgraden. Und die Lagerung sollte sein minus 10 bis 50 Grad. Das ist das, was hier steht. So, hier findet man dann nochmal grundsätzliche Anwendungstipps, aber das wiederholt sich eigentlich jetzt, was ich da eigentlich an den Daten schon vorgelesen habe. Da steht dann auch nochmal, dass man dann die Temperaturen beachten muss, dass man die Pole festschraubt und dass man natürlich keine Kurzschlüsse baut, alles isoliert. Also das ist also nochmal so eine Wiederholung. Dann auf der anderen Seite, da wird praktisch nochmal erklärt, dass die Spannung, wenn ihr Spannung messt und ein Ladegerät angeschlossen ist, dass da natürlich die Spannung nicht genau stimmt. Wenn ihr die Spannung der Batterie messen wollt, dass ihr dann das Ladegerät praktisch abmachen müsst. Dann auf der nachfolgenden Seite kommt praktisch dann nochmal die Beschreibung des Ladeverfahrens, aber das haben wir ja schon vorhin besprochen, dass man am besten erst eben mit möglichst hohem Strom lädt, dann die auf die Entspannung lädt und dann eben die Spannung regelt, um die Batterie komplett voll zu bekommen. Das sind dann noch mal ein paar schöne Grafiken, aber im Prinzip beschreibt es nur das, was ich da schon gesagt habe. So, auf der Seite hier haben wir noch mal eine Übersicht, bei welcher Spannung wie viel Kapazität noch in dem Akku ist, also so eine Art Tabelle. Also wenn die Batterie 13,5 Volt hat, dann ist es praktisch 100%. Hat sie 13,4 Volt, ist das 99%. Ist es 13,2, ist noch 70% voll und so weiter. Da kann man ganz gut sehen, dass eben die Spannung relativ langsam runtergeht und eben über große Strecken immer gleich bleibt. Also das, was eben bei Lithium-Eisenphosphat oder überhaupt bei Lithium-Batterien der große Vorteil ist. Man sieht zum Beispiel, dass wenn man ganz unten jetzt guckt, wenn die Batterie 12,8 Volt hat, dann ist sie 10% nur noch voll. Also wenn sie fast leer ist praktisch, hat sie immer noch 12,8 Volt, so muss man sagen. Oder wenn sie beispielsweise nur noch 1% an Energie hat, dann hat man immer noch 10,8 Volt. Also dann sieht man eben, dass man da immer eine relativ hohe Spannung hat. Hier wird 0% in dieser Tabelle mit 9,5 Volt angegeben. Auf den nachfolgenden Seiten kommen jetzt noch mehrere Informationen über die Parallelschaltung und Reihenschaltung von Batterien. Also die kann man in Reihe schalten, um beispielsweise die Spannung zu erhöhen. 24 Volt bei zwei Batterien, klar, 36 bei drei oder 48 Volt bei vier. Und eben wenn man sie parallel schaltet, dann erhöht man die Kapazität. Das geht jetzt über mehrere Seiten hier. Da wird es also alles sehr ausführlich beschrieben, sehr gut auch für Einsteiger. Da wird also Tipps gegeben, dass eben die Kabel immer beispielsweise dieselbe Länge haben müssen, insbesondere bei Parallelschaltung und so weiter, damit sich eben die Batterie nicht ungleichmäßig entladen, damit das
alles ausgeglichen ist und so weiter und so weiter. Insgesamt kann man eigentlich 4 Batterien in der Reihe schalten oder 4 parallel. Man kann aber auch beides machen, also praktisch 4 in Reihe und das Ganze nochmal parallel. Also man kann auch insgesamt 8 Batterien verschalten. Aber das ist hier so die Grenze, die hier angegeben wird. Warum das jetzt bei 8 jetzt eine Grenze ist und nicht mehr geht, weiß ich nicht. Aber in der Regel reicht das ja auch. Kann man ja ausrechnen, was man da schon für Energie hätte. Bei 4 Batterien hätte man ja ungefähr schon 10 kW, also 10.000 Wattstunden. Bei 8 Batterien wären das ja 20.000 Wattstunden. So viel braucht in der Regel kein Mensch. Da müsste er eine riesige Solaranlage haben. Also das ist eigentlich ganz selten der Fall. Normalerweise ist so das Typische eigentlich so zwischen 5 und 10.000 Watt, also zwischen 5 und 10 kW, da kommt man bei vielen Anlagen schon sehr gut mit hin. Also praktisch eben beispielsweise 4 Batterien oder eben 2 Batterien. Ja, das geht jetzt über mehrere Seiten. Dann kommt hier noch dieses Feld, da wird nochmal beschrieben, da gibt es nochmal Tipps, wenn die Batterie mal tief entladen sein sollte, dann wird sie ja, also wenn die Spannung unter 9 Volt ist, dann wird die ja vom BMS praktisch abgeschaltet und dann ist sie eigentlich tot. Das darf eigentlich nicht passieren, wenn das über längere Zeit passiert, kann man die in der Regel oft nicht so wiederbeleben. Und da braucht man dann schon ein Ladegerät, was das kann, was mit Batterien klarkommt, die tief entladen sind. Und das kann beispielsweise auch dieses Ladegerät, was hier jetzt mitgeliefert wird. Aber darauf komme ich dann später nochmal zu sprechen. Danach gibt es nochmal Seiten, wo dann nochmal die Gefahren beschrieben werden. Das ist teilweise, wiederholt sich das jetzt auch. Habe ich ja schon einiges erwähnt, da gehe ich jetzt nicht mehr näher drauf ein. Ich glaube, wir haben jetzt genug ins Handbuch geschaut. Wir wollen jetzt mal ans Testen gehen. So, ich denke, wir gucken jetzt erstmal in das Ladegerät. Also schauen wir mal das Ladegerät. Normalerweise, wie gesagt, nutze ich eigentlich hier dieses Labornetzteil. Das würde man dann einschalten. Mit 14,4 könnte ich jetzt laden, das könnte ich aber auch auf 14,6 stellen. Und da würde ich dann den maximalen Strom einstellen, das wäre dann 6 Ampere und damit würde ich laden. Ich könnte jetzt auch hier mit diesem Testgerät, das ist extra für Lithium-Eisen, was Fahrt laden, aber das würde noch länger dauern, weil das nur mit 5 Ampere laden kann. Das werden wir aber nachher noch für Kapazitätstests nehmen und zum Aufzeichnen der Ladekurve. Ich werde jetzt erstmal mit dem mitgelieferten Netzteil laden, damit wir erstmal einmal voll aufladen und dann erstmal als erstes die Entladekurve zu erzeugen und zu sehen und die Kapazität zu sehen. Dann schauen wir uns das mal an. Handbuch steht hier. Handbuch ist gut. So ein Blättchen, aber sogar in Deutsch. Überrascht mich, hat man nicht so oft. Da wird das also auch nochmal beschrieben. Hat man, naja, im Grunde ist es ein Ladegerät nicht so schwierig. Ne? Also, jetzt habe ich die Brille nicht auf, ich kann es gar nicht lesen. So. Also das Netzgerät, das Ladegerät hat hier Übertemperaturschutz, das ist sehr gut, wenn es zu heiß wird. Schaltet es ab, es hat Kurzschluss, man kann es also nicht kurz schließen. Das ist schon mal sehr gut. Man kann es sogar nicht verpolen, also selbst wenn ihr es falsch anschließt, sollte da nichts passieren. Und Überspannungsschutz hat es ebenfalls am Ausgang. Also die maximale Spannung wird vom Ladegerät wird nie überschritten. Maximal beträgt die Ausgangsspannung des Ladegeräts. Also wenn die Spannung höher geht als 15,5 Volt, schaltet es automatisch aus. Aber zusätzlich hat man natürlich auch hier das BMS in der Batterie, was ebenfalls das nochmal überwacht. Hat man eigentlich dann doppelten Schutz beim Laden. Ah,
Ja, hier sind die LEDs noch mal beschrieben. Grün leuchtet, wenn voll aufgeladen ist und oder die Batterie noch nicht verbunden ist. Rot leuchtet, wenn geladen wird. Blinkt die LED, dann hat einer von diesen Schutzmethoden, die ich da eben erwähnt habe, zugeschlagen, also Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Verbodungsschutz, Überspannungsschutz und so weiter. Hier nochmal die Parameter, geht mit 230 Volt. Eingangsstrom ist nicht so interessant, also was 230 Volt wird 4 Ampere gezogen. Feuchtigkeit 5-95%, Luftdruck braucht man nicht zu wissen. Maße sind, glaube ich, jetzt auch nicht so wichtig. Ich glaube, seht ihr, ist nicht so groß, ziemlich klein. Gewicht 1,3 Kilo, Temperaturbereich minus 10 bis 45 Grad, Lagerung minus 40 bis 75 Grad. Das hat erst eine Vorladestufe, das macht halt genau, damit es möglichst schnell geht, lädt es halt nicht nach dem Verfahren, was da in der Batterie beschrieben ist. Es lädt erst mit enormem Strom. Oder ich kann es auch mal vorlesen, falls die Batteriespannung niedriger ist als der Nennwert der Batterie und die Batterie nicht in der Lage ist, hohen Ladestrom standzuhalten, erfolgt das Laden über das Ladegerät mit einem Strom zwischen 1 und 4 Ampere. Das ist aber eigentlich der Ausnahmefall, wenn die Batterie irgendeinen Schaden hat. Damit können eigentlich defekte Batterien repariert werden. Also wenn es eine defekte Batterie ist, manche Ladegeräte laden dann überhaupt nicht mehr und dann kriegt man die Batterie überhaupt nicht mehr zum Laufen. Und hiermit kann man eben auch defekte Batterien, die eben abgeschaltet haben, eventuell wieder zum Leben erwecken. Aber das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich lesen wollte. Hier das mit dem Ladekurven. Hier ist nochmal der ganze Ladestrom beschrieben, dass eben erst mit möglichst hohem Strom geladen wird und später dann einfach auf die Spannung, auf die Entspannung umgeschaltet wird, damit die Batterie am Ende schonender geladen wird und nicht überladen wird. Ich glaube, damit habe ich es ganz gut beschrieben. Ja, dann, wenn irgendwelche Fehlermeldungen kommen, leuchtet oder blinkt die LED, beziehungsweise blinkt die LED rot, das haben wir auch schon. Ja, das ist eigentlich das, was man jetzt wissen muss. Und jetzt schauen wir noch mal. Ja, Netzgerät, Kabel, schön. Und ein schönes Ladekabel ist dabei. Ich hatte schon Bedenken, dass da eventuell kein Ladekabel dabei ist, aber das ist auch dabei. Hier haben wir auch ein schönes... Oh, das ist aber schön dick. Das ist gut. Ja, muss ja auch ein bisschen dicker sein. Mit meinem Labornetzteil habe ich ja mit 6 Ampere geladen, da kann man relativ dünne Käbelchen noch benutzen, aber wenn man mit 20 Ampere lädt, braucht man schon ein bisschen was an Leitung. So. So sieht das Gerätchen aus. Hier das Netzkabel dabei. Also erst soll man die Batteriepole anschließen und dann soll man es ins Netzgerät machen. Sollte man immer beachten, das sollte man nachlesen. Bei manchen Sachen ist das schon wichtig. So, hier hinten ist übrigens ein Lüfter vorgesehen, also da wird das Teil gekühlt. Sieht eigentlich so ganz ordentlich aus. Vielleicht hier nochmal die Beschriftung, falls euch die interessiert. Da wird die Ladeanzeigen, wenn hier auch nochmal beschrieben. Kann man nicht falsch machen. Kabel sind ziemlich kurz gehalten, aber lang genug. Doch, sind fast einen Meter, doch, ganz schön. So, ich mache mal hier das Messgerät dazwischen. Ach nee, wir sollen ja erst die Batterie anschließen. Wir sollen erst die Batterie anschließen. Mache ich jetzt hier mal die Schrauben ein bisschen fest. Dann kann ich das hier an die Schrauben docken. Gucken, hat das guten Kontakt?
Ja. Ja, das Kabel ist unheimlich steif noch, weil es jetzt hier auch so kalt ist. So, und Pluspol. So. Dann wäre so richtig guten Kontakt. Gehen wir mal hier unten dran an den Pol. Das ist besser. Kann hier auch unten noch an den Pol. Gut. Und machen wir es mal an. Uff. So, also es leuchtet grün. Achso, machen wir noch mal kurz aus. Leuchtet das gleich grün? Ich will noch mal gucken, ob das gleich grün ist. Ja, leuchtet gleich grün. Also lädt alles gut. Ah ja, es schaltet auf Rot. Ist klar, Rot. Nur das blinkende Signal würde ja einen Fehler anzeigen. Dauerlicht bedeutet nur, es wird geladen. Und Lüfter läuft. Ja, und jetzt haben wir erstmal nichts zu tun. Jetzt sieht man nochmal übrigens den Strombedarf jetzt beim Laden. Das ist natürlich jetzt eine ganze Menge. 317 Watt. Ne? Also da geht jetzt natürlich auch bald 300 Watt hier. Bald 300 Watt. Ein paar Verluste wird das auch noch haben. Gehen jetzt bald 300 Watt hier in die Batterie. Und das ist natürlich, lädt natürlich dann viel schneller als mein Labornetzteil. Das ist natürlich ganz praktisch jetzt hier, insbesondere wenn man öfters Batterien testet wie ich. Das ist natürlich immer praktisch, da muss man nicht jedes Mal ewig warten. Ne? Ansonsten ist das ja auch egal, wenn man das nur ein, zweimal macht im Jahr, dann kann man genauso gut ein Labornetzteil haben. Da würde ich nicht unbedingt ein Ladegerät kaufen, aber wenn ihr es öfters machen müsst, macht das schon Sinn. Ja, jetzt lade ich das erstmal und dann, wenn das vollgeladen ist, denke ich, dann melde ich mich hier wieder im Video. Ich mache jetzt hier erstmal einen Sprung und dann sehen wir uns wieder. Was wir noch machen können, ist mal kurz zu prüfen, ob er auch wirklich mit 20 Ampere lädt. Ich halte mal jetzt hier kurz das Zangenampermeter dazwischen, dass ihr nochmal so ein Bild sieht. Also 19,35 zeigt er jetzt hier an. Das kommt also hin. Nehmen wir mal hier. 18 zeigt er jetzt hier an. 18. Kann man nur sagen, dass das Kabel nicht steht. Dann zeigt er hier mehr an. Hier zeigt er 19,6 an. Bisschen merkwürdig, denn es fließt natürlich der Strom immer im Kreis. Der müsste natürlich immer bei beiden Leitern gleich sein. Also manchmal sind diese Strommessgeräte hier, diese Zangenampermeter, schon ein bisschen wunderlich, muss man sagen. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall 19,67, das kommt hin. Wenn der Strom hier rauskommt, dann muss er auch vorher reingegangen sein. Ich denke, das ist klar. Also soweit in Ordnung. So, jetzt sind etwa 2 Stunden rum. Schauen wir mal, ob hier was warm geworden ist. Nee, eiskalt. Da brauchen wir eigentlich gar nicht. Nee, wird eigentlich nichts warm. Ist natürlich jetzt auch hier relativ kalt im Raum. Aber hier wird bei der Temperatur ja nichts warm. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier am Messgerät. 20,6, ja. Hier nur 18,4, hier vorne ist also 20,5, aber das kann man kaum spüren an dem Gehäuse. 19,8, 20,5, also 20,5 ganz klein bisschen warm, wenn man jetzt die Raumtemperatur betrachtet, die ist ja jetzt
etwa 14, 15 Grad wahrscheinlich. Und das hier ist dann Zimmertemperatur. Wir sehen hier, wenn wir die Luft messen, dann haben wir 14 Grad. Hier vorne haben wir, das ist das am wärmsten, 22 Grad. Ich weiß nicht, ob man das sieht jetzt hier. Da vorne ist ein bisschen wärmer, 23 Grad. Aber ansonsten, Grad, 18 Grad, 19 Grad, also seht ihr ja, da ist nichts. Mal hier an der Batterie messen. Elf Grad haben wir hier, also die ist ja fast da vorne, also hier ist eiskalt natürlich. Das macht ja also gar nichts aus hier, diese 20 Ampere, also die ist eisig kalt hier, 10 Grad. Ja, die stand jetzt eine Weile, bevor ich sie jetzt angefangen habe auszupacken, im Vorbau, und hier ist immer ziemlich kalt. Und da ist die Batterie eisig kalt noch, also da wird nichts warm, keiner Seite. Nee. Also da kann man schon von ausgehen, dass die dann auch wahrscheinlich diese 200 Ampere, die da angegeben sind, sehr gut verträgt. Ja, jetzt lade ich erstmal weiter auf und dann schauen wir mal wieder. Machen wir mal wieder einen Sprung. So, also die grüne LED leuchtet und die Batterie ist voll. Ich kann jetzt nochmal die Spannung messen. Dürfte jetzt so ungefähr bei 13, so und sowas liegen. 13,72. Das ist okay. Also das Ladegerät schaltet sich auch dann komplett ab, wenn die Spannung voll ist. Und ja, gedauert hat es etwa 5 Stunden. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass die Batterie ja vorher schon etwa halb voll war. Wenn die Batterie jetzt ganz leer gewesen wäre, dann hätte es etwas über 10 Stunden gedauert. Das ist aber sehr flott, wenn man die Energie betrachtet, die in der Batterie steckt. Also mit dem Labornetzteil hätte ich da über zwei Tage gebraucht. Ne? Also von daher ist das natürlich schon eine erhebliche Erleichterung, wenn man das öfters machen muss. Ja, und jetzt können wir, glaube ich, übergehen gleich zum Kapazitätstest. Ich mache nachher nochmal, zeichne ich nochmal eine Ladekurve auf mit dem Ladegerät. Die zeige ich euch dann auch nochmal, aber dann, wenn wir die Batterie komplett laden, von ganz unten. Das ist dann auch nochmal ganz interessant. So, jetzt montiere ich erst nochmal eine Sicherung. Das ist so eine Mega-Sicherung. Kennt ihr vielleicht vom letzten Video, wo wir die Batterie gebaut haben. Die nehme ich ja immer, oder die werden auch meistens in dem Bereich eingesetzt. Die gibt es bis 36 Volt sind die eigentlich geeignet. Es gibt aber auch Varianten, die bis 48 Volt geeignet sind. Und die gibt es in allen möglichen Stromstärken. Da gibt es auch Halter für. Aber provisorisch kann man das jetzt auch erstmal einfach an die Batterie schrauben. Die haben M8er Löcher oder 8 mm Löcher. Und dann haben wir schon mal einen Schutz. Ich nehme jetzt hier eine 250 Ampere Sicherung, weil ich die Batterie auch in den Tests nachher ein bisschen überlasten will. So, für die Kapazitätsmessung nehme ich jetzt meinen elektronischen Lastwiderstand, also doch nicht das Lithium-Eisenphosphat-Messgerät, weil der Lastwiderstand eine etwas größere Verlustleistung erlaubt und damit kann ich mit stärkerem Strom entladen. Der zeichnet ja auch sehr genau auf, aber zusätzlich schließe ich auch nochmal einen Datenlogger an, der eben die Entladekurve aufzeichnet. Dann gehen wir erstmal hier oben auf 8 Ampere, entladen wir mit 8 Ampere. Das ist entladen, das ist alles richtig. 1099, ab 10,4 Volt schaltet er ab. Ja, haben wir schon alles. Achso, ich muss einmal noch zurücksetzen. Denn da hatten wir noch die Aufzeichnung von dem letzten Test. Also 8 Ampere entladen. Stromeinstellung, und er entlädt bis zu 10,4 Volt, also dann, wenn die Spannung darunter fällt,
beendet er die Messung und zeigt dann an, wie viel Kapazität in dem Akku war und wie lange er geladen hat und so weiter. Jo, dann können wir jetzt entladen. Start mal los. So, jetzt wird mit 8 Ampere entladen. Wir zeichnen das gleichzeitig mit dem Datenlocker jetzt auf. Es wird jetzt eine Weile dauern. Und dann machen wir dann mal einen Sprung und dann schauen wir uns mal an, wie viel Kapazität da in dem Akku drin steckt. Und wir schauen uns auch mal an, ob das eine schöne, gesunde Entladekurve ist. So, er entlädt noch. Eine Nacht hat er jetzt entladen, ein bisschen länger. 119 Amperestunden. Aber das dauert noch eine Weile. Batterie ist entladen. Also 205 Amperestunden ist in der Batterie, das ist jetzt die Kapazität. Bei 25 Stunden, 42 Minuten hat es entladen. Das sind also 2647 Watt. Also die Kapazität stimmt, hat sogar ein bisschen mehr als angegeben, also 205, 5 Amperestunden mehr als angegeben. Das ist völlig in Ordnung. So, hier sieht man jetzt die aufgezeichnete Entladekurve mit dem Datenlocker und da sieht man eben, dass die völlig in Ordnung ist, also typisch eben Lithium-Eisenphosphat. Die Spannung bleibt über sehr lange Zeit sehr hoch, meistens fast die ganze Zeit bei etwa 12,8 Volt, geht also wirklich nur langsam runter. Erst am Schluss geht es dann richtig schnell runter, das ist typisch Lithium-Eisenphosphat und ist ganz normal. Bei 10,4 Volt schaltet hier das Messgerät aus. Das war die Cut-Off-Spannung, die wir eingestellt haben. Das ist nicht das BMS gewesen. Das müssen wir nochmal extra ausmessen. Ich hätte erwartet, dass das ein bisschen früher abschaltet. Aber das werden wir später nochmal ausmessen, wo das BMS genau abschaltet. So, jetzt laden wir die Batterie erstmal wieder auf. Da nehme ich jetzt nochmal das Schnellladegerät dazu, damit das ein bisschen flott geht. Und dann zeichnen wir da auch mal die Ladekurve zu auf, um den Spannungsverlauf mit diesem Ladegerät zu sehen. Das hier ist übrigens der Datenlocker. Das ist ein Datenlocker von PeakTech. Das ist ein recht nützliches Teil, wenn man eben wirklich mal über längere Zeit Spannungsverläufe kontrollieren will. So, aufgeladen. So, der Akku ist also wieder aufgeladen. Ich mache den Datenlocker ab und werte dann auch mal die Ladekurve aus und zeige euch die hier im Bild. Also hier seht ihr jetzt die typische Ladekurve mit dem angeschlossenen Ladegerät. Ihr seht also erst, wie die Spannung schnell hochgeht. Das ist typisch bei Lithium-Eisenphosphat. Hier lädt er ja noch mit konstanter Spannung und im Endbereich geht dann die Spannung noch mal kurz steil hoch und dann schaltet in der Regel auch BMS oder Ladegerät ab. Ja, 10 Stunden und 55 Minuten hat es gedauert. Also soweit okay, jetzt können wir zum Belastungstest übergehen. Der ist nochmal interessant und hier werde ich jetzt die Batterie mal richtig belasten, mal sogar mal kurzzeitig über 300 Ampere. Ich habe hier noch ein kleines Voltmeter angeschlossen mit einer LED-Anzeige, sodass man im Bild die aktuelle Batteriespannung immer direkt an der Batterie gemessen genauer sieht. Denn das ist ja immer interessant, denn man sieht zwar die Spannung am Wechselrichter auch, aber
Da haben wir jetzt das Kabel dazwischen und wenn wir natürlich jetzt hier 300 Ampere ziehen, da fällt dann ein klein bisschen Spannung an dem Kabel ab. Deswegen ist nochmal ganz interessant zu sehen, wie die Spannung an der Batterie aussieht. Also hier sieht man die Spannung, hier sieht man die Kapazität, also wenn da alle Striche drin sind, dann ist die Batterie noch voll. Hier sieht man die Netzspannung, die erzeugt wird und hier sieht man die Leistung, die jetzt abgenommen wird. Unten sieht man nochmal die Temperatur des Wechselrichters, aber die ist ja jetzt nicht so interessant. Den Wechselrichter habe ich ja schon getestet. Wenn euch da der Testbericht interessiert, ist ein sehr interessanter und guter Wechselrichter, wie ich finde. Also auf jeden Fall für den Preis ist es ein gutes Gerät. Erzeugt 3000 Watt, kann sogar noch deutlich stärker kurzzeitig belastet werden. Aber Testbericht findet ihr auf meiner Webseite. Da gibt es auch ein Video zu, kann ich vielleicht oben mal in den Infokarten verlinken. So, jetzt wollen wir aber die Batterie testen. Mal kurzzeitig gehen wir hoch. Ich darf natürlich jetzt nicht allzu lang über 200 Ampere gehen. Und hier habe ich eine Sicherung jetzt eingebaut, 250. Also bis 250 kann ich gehen. Darüber hinaus muss ich also aufpassen. Da darf ich nicht zu lang gehen, sonst brennt mir wieder die Sicherung durch. So, ich schalte erstmal den Einföhn hier ein. Am besten blende ich das Display ein, damit man hier die Leistung sieht, die fließt. Hier unten rechts seht ihr die Leistung, die jetzt ausgenommen wird. Hier oben sieht man die Spannung, die beim Wechselrichter eingeht. Also praktisch die Batteriespannung. Jetzt haben wir 380 Watt, das ist 33 Ampere. Jetzt haben wir 1195 Watt, das ist jetzt 102 Ampere. Und jetzt haben wir 2037 Watt, das ist 179 Ampere, also 180 Ampere. Und jetzt gehe ich nochmal, nee, höher geht's nicht, muss ich den zweiten Föhn hinzunehmen. Weiter Föhn dazu, 191 Ampere, 201 Ampere, 250 Ampere, 304 Ampere, 3235 Watt. Jetzt muss ich aber wieder runtergehen. Jetzt habe ich wieder ausgeschaltet, weil sonst fliegt mir hier die Sicherung wieder raus, beziehungsweise die brennt mir durch. Die wird natürlich jetzt schon sehr heiß sein. Nee, es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Weil die 250 Ampere hält die aus. Natürlich hält sie kurzzeitig etwas mehr aus. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Aber ihr habt es gesehen, also ich habe jetzt die Batterie deutlich stärker belastet, als er eigentlich kann. Eigentlich ist es ja eine 200 Ampere Batterie, die man nur bis 200 Ampere belasten sollte. Da solltet ihr ja auch eigentlich nicht drüber gehen. Aber zum Test sind wir jetzt mal drüber gegangen und ihr habt gesehen, das funktioniert. Wir können jetzt mal die Temperatur messen. Haben wir das im Bild hier? Ja, ein bisschen. So. Also hier oben haben wir jetzt eine Temperatur von 17 Grad, 15 Grad sogar nur. Hier haben wir eine Temperatur von 24 Grad. Gehen wir mal hier rüber. 24,6. Hier ist 25 Grad. Hier hinten wird es wieder langsamer. Hier in der Mitte ist es am wärmsten. Was haben wir hier vorne? Hier ist es kalt, 19 Grad. Also hier in der Mitte ist es am wärmsten, jetzt haben wir 25,8. Das liegt daran, weil hier in der Mitte wahrscheinlich das BMS verbaut ist. Das wird meistens, bauen die das an der Seite, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei der Batterie ist, aber bei einer anderen Batterie habe ich das schon gesehen, da wird das immer an der Seite verbaut. Und deswegen ist das immer der wärmste Teil, weil die Zellen selber,
Die werden in der Regel nicht warm. Das merkt man auch, wenn ich hier an der anderen Seite messe. Da haben wir noch 13 Grad höchstens. Ja, und hier im 25, also ist eindeutig hier das BMS verbaut. Das ist ganz normal, dass das dann warm wird, insbesondere wenn wir jetzt mehr Strom ziehen, als eigentlich erlaubt ist. Was wir auch gesehen haben, ist, dass das BMS bei Überstrom nicht abschaltet. Das ist meistens so oder oft so, weil es eben auch Verbraucher gibt, die hohe Einschaltströme haben, und damit das BMS nicht reagiert, wird hier meistens kein allzu niedriger oder Grenzstrom eingegeben. Das haben wir ja gesehen. Ich zeige es noch mal kurz. Wir gehen vielleicht noch mal auf die Leistungsanzeige. Ich schalte jetzt beide Föhns ein, auf volle Bulle praktisch, also volle Heizstufe. Blende dann kurz hier dieses Display ein und dann mal kurz unser Amperemeter. Ich will es nicht zu lang machen, weil, wie gesagt, die Sicherung hier nicht durchbrennen soll. Also das ist schon eine Ballenleistung jetzt, die wir hier rausgezogen haben. Und nochmal messen. Also 26, da wird also wirklich dann langsam das BMS warm. Aber das ist auch ganz normal. Wäre auch wunderlich, wenn es nicht so wäre. Jetzt wird auch die Sicherung langsam warm. Ja, also man sieht, man kann also schon einiges an Strom ziehen. Jetzt ist es vielleicht nochmal interessant, wenn wir eben diese 200 Ampere von der Batterie, diese ja wirklich Dauerleistung schafft, dass wir da vielleicht nochmal in die Nähe kommen und da mal eine Batterie ja wirklich per Dauerleistung belasten, also praktisch komplett entladen. Dazu muss ich sie jetzt aber erstmal wieder komplett aufladen, weil wir ein klein bisschen an Energie verbraucht haben. Ich denke, das mache ich jetzt immer mit hier dem Ladegerät. Dann können wir auch gleich sehen, wo die Entladespannung ist. Das kann ich dann, weil ich habe jetzt gerade den Datenlocker an der Batterie angeschlossen. Das kann ich dann in der Kurve sehen. Ich lade sie jetzt mal mit dem Labornetzteil auf. Jetzt nehmen wir mal das Ladegerät. Das schalten wir hier auf. Erstmal tun wir den Strom hier auf maximal stellen. Das ist 6,1 und wir laden mal auch mit der Maximalspannung von 14,6. Jetzt wird geladen. So, die Batterie ist geladen. So, und hier können wir jetzt an dem Knick oben genau erkennen, wo das BMS den Ladevorgang sicherheitshalber unterbricht, damit die Batterie praktisch nicht überladen wird. Und das ist hier, wenn ihr die Kurve ist, ziemlich genau bei 14,56, also nahe an der Grenze von 14,6 Volt. Und ich denke, jetzt machen wir zuerst mal den Kurzschlusstest. Das heißt, wir werden die Batterie kurz schließen, um zu schauen, ob das BMS beim Kurzschluss auch entsprechend ausschaltet. Also ich baue das jetzt mal kurz um und dann geht's los. So, jetzt brauche ich also nur noch diese zwei Drähte zusammenhalten. Dann haben wir praktisch einen Kurzschluss fabriziert. Das sind jetzt zwei Sicherungen dazwischen. Zur absoluten Sicherheit. Also hier ist eine 250er Sicherung. Die lassen wir drin. Und hier haben wir nochmal eine 80er Sicherung, damit der Strom nicht ganz so hoch wird. Und mal schauen, wenn das BMS ausschaltet, dann dürfte keine Sicherung kaputt gehen, weil das BMS ja vor der Sicherung ausschaltet. Gleichzeitig geht dann hier, die ist die im Bild, ein bisschen hochgehen,
Die Spannungsanzeige sollte dann ausgehen und die bleibt in der Regel bei den meisten Batteriemanagementsystemen dann so lange aus, bis der Stromverbraucher, die Stromverbraucher an der Batterie unterbrochen werden. Der Stromverbraucher ist ja praktisch jetzt die LED-Anzeige selbst. Das heißt, die muss ich dann einmal kurz lösen, damit kein Verbraucher mehr dran hängt. Und dann schaltet sich normalerweise das BMS wieder ein. So, hier gehe ich noch auf Nummer sicher und ziehe noch einen Gesichtsschutz an, denn mit hohen Strömen, da sollte man nicht spaßen. Ihr solltet das auch auf keinen Fall nachmachen. Aus. Ich zeige es nochmal in der Zeitlupe, denn manchmal sieht man den Funken in der realen Zeit gar nicht. In der Zeitlupe sieht man es ein bisschen besser. Und noch besser sieht man es in der Einzelaufnahme, also im Foto. Ja, weil LED brennt noch, also kann gar nicht aus sein. Das wundert mich ein bisschen sehr. Nochmal. Eine Sicherung ist durchgebrannt. Vermutlich die hier. Ja. Die ist noch ganz. Die ist durchgebrannt. Also das ist doch schon bemerkenswert. Also wie man sieht, hat das BMS zu langsam reagiert. Das heißt, die Sicherung ist vorher durchgebrannt. Hat mich ein bisschen gewundert, denn wir haben den Test schon mit derselben Sicherung bei einer anderen Batterie gemacht. Und da hat das BMS schneller reagiert und ausgeschaltet. Hier war aber jetzt die Sicherung schneller als das BMS. Deswegen nehme ich jetzt mal eine Sicherung mit einem etwas höheren Stromwert. Ich mache jetzt hier mal eine 150er Sicherung rein, 150 Ampere. Also jetzt 150er Sicherung. Eins, zwei, drei. Hat ausgeschaltet, ohne Funken. Hier. Machen wir nochmal kurz los, dann müsste sich das BMS wieder einschalten hier. Sich wieder eingeschaltet. Also nochmal, probieren wir das nochmal. Also schaut mal hin. Eins, zwei, drei. Kleiner Funke, aber wieder aus. Also funktioniert, weil es so schön war, vielleicht nochmal. Aber das ist meins. Achtung. Fertig. Los. Aus. So, wir haben also gesehen, Kurzschlussschutz funktioniert. Ist zwar nicht der schnellste, aber er funktioniert. So, jetzt belasten wir die Batterie doch noch mal eine ganze Ecke länger, also eine richtige starke Dauerbelastung. Ich stecke mal hier dieses Messgerät dazwischen, da kann man die Leistung noch ein bisschen besser sehen, vielleicht hier in der Kamera. Na, ich weiß auch nicht, ob man das besser sieht. So. So, für den Belastungstest verwende ich jetzt hier einen 2000 Watt Heizlüfter, den ich dann auf die höchste Stufe stellen werde. Da kommen wir zwar nicht ganz in die 200 Ampere ran, aber 175 sollte das ziehen. So, ja, dann schalte ich mal ein.
Was haben wir jetzt für einen Verbrauch? Das ist noch nicht viel, jetzt nur der Lüfter, ist noch keine Heizstufe an. Temperatur stellen wir jetzt hier auf die volle Stärke, sodass er sich möglichst nicht abschaltet. Jetzt die erste Heizstufe, haben wir hier 982 Watt und der zeigt 1071, also das hier ist wahrscheinlich etwas genauer, 1060 Watt. Machen wir nochmal das, drehen wir den mal hier rüber, dann machen wir das Amperemeter nach dran. Dann können wir hier auch noch sehen, das ist jetzt 82 Ampere. Nehmen wir nochmal eine höhere Stufe. Das ist jetzt 171, stärker geht es jetzt auch nicht. 171 Ampere, 172 Ampere, wie man es hält. Und das sind jetzt 1964, beziehungsweise hier zeigt er an 2120 Watt. Ein Lüfter ist hier ein bisschen laut, der vom Wechselrichter. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der den Wechselrichtertest gesehen hat. Da war ja beim Transport eine Halterung von dem Lüfter beschädigt und deswegen rattert er hier ein bisschen. Tja, bei dem Strom, das ist natürlich jetzt ein immenser Strom von 173 Ampere, wie gesagt. Da dürfte natürlich jetzt die Batterie nicht lange durchhalten, müsste jetzt etwas über eine Stunde und dann ist die Batterie praktisch schon leer. Ne? Dann haben wir die 2,5 kW praktisch schon verbraucht. Ja, ein bisschen mehr als eine Stunde, anderthalb Stunde bald. Ne? Ich kann noch mal den Timer hier starten. So. Dann sehen wir auch noch mal die Zeit, aber ich zeichne das auch noch mal im Datenlogger auf, da können wir die Zeit dann auch noch in der Kurve sehen. Die war jetzt praktisch fast voll, wenn man von diesen Kurzschlüssen absieht, die haben natürlich jetzt ein paar Amperestunden gekostet wahrscheinlich. Aber ansonsten war sie voll und ja, lassen wir das mal laufen. So, eine Viertelstunde sind rum. Läuft noch alles. 2132 Watt wird noch verbraucht. Spannung bleibt immer noch bei 12,5 Volt. Und der Strom ist natürlich nach wie vor bei ungefähr 176 Watt, je nachdem wie man es hält. Und dann messen wir doch nochmal die Temperatur. Die ist aber noch sehr kühl. Also hier seht ihr ja 17 Grad, 17,7. Hier ist 18 Grad, 18,9, aber das kommt jetzt auch hier vom Lüfter, weil der hier vorne ein bisschen drankommt. Hier ist 24 Grad, aber ich denke mal, das ist vom Lüfter, ich drehe den mal ein bisschen rum, denn hier ist eigentlich gar nichts, was warm werden kann. 24 Grad, mal ein bisschen hier, 15 Grad, 12 Grad, 13 Grad, also die andere Seite ist kalt, da ist also noch nicht viel. So, inzwischen 53 Minuten. Ja, ein paar Minuten müssen wir eigentlich noch dazu rechnen, weil wir am Anfang den Timer nicht hatten.
müsst ihr euch merken, da ist alles noch in Ordnung, läuft alles noch wunderbar. Spannung haben wir auch noch, 12,2 Volt an der Batterie, trotz der hohen Belastung von ungefähr 175 Ampere. So. Jetzt ist der Wechselrichter ausgegangen, weil die Spannung zu niedrig ist für den Wechselrichter. Aber Batterie immer noch kühl. Jetzt also über eine Stunde gelaufen, Stunde 10 Minuten ungefähr. 21, 20 Grad. Sieht man das im Bild? Ja, ich glaube. 20 Grad, 18 Grad, 20,8, 21, 20,6. Hier ist nur noch 18, 17. Also 20 Grad ungefähr an der wärmsten Stelle. Also da tut sich nichts. Oben drauf vielleicht nochmal. Da ist es wärmer. Ja, tatsächlich. Da hat sich es bis 36 Grad. Da hat sich ein bisschen die Wärme nach oben gestaut. Ne, 36. 31,9. 32. Ja doch, 36 an der wärmsten Stelle. Das ist hier über dem BMS, da hat sich die Wärme ein bisschen gestaut, ist klar, weil die, wenn das BMS hier ungefähr sitzt, geht die Wärme dann hier an diese Stelle. Aber das ist noch im Rahmen. Für diese starke Belastung ist das nicht viel. Und wir laden wieder auf. So, hier ist nochmal die Entladekurve und Ladekurve gleichzeitig dargestellt, damit ihr den Spannungsverlauf auch nochmal seht. Aber ihr findet diese Grafiken auch ganz ausführlich immer auf meiner Webseite im Testbericht. So, hier habe ich dann nochmal einen Einspeisewechselrichter angeschlossen, also ein Wechselrichter praktisch, der in das Hausnetz direkt einspeisen kann. Den hatte ich ja schon in einigen anderen Videos gezeigt. Man kann bei diesem Gerät die Leistung, die ins Hausnetz eingespeist wird, regeln. Der wird also praktisch nur in die Steckdose gesteckt. Ich habe jetzt hier nur noch mal einen Wattmeter dazwischen. Das zeigt jetzt nicht den Verbrauch an, sondern es zeigt an, was in das Hausnetz eingespeist wird. Und das geht bereits hoch. Im Augenblick 235 Watt. Das stellen wir jetzt mal ein bisschen runter oder wir stellen es mal so ein, dass ungefähr 20 Ampere von der Batterie gezogen wird. Ich habe jetzt auch noch mal ein Messgerät zwischen Batterie und diesem Wechselrichter geschaltet, sodass wir auch den Strom messen können. Und da regeln wir das so ungefähr auf 20 Ampere ein. Das ist dann so etwas über 200 Watt, den wir jetzt hier in das Hausnetz einspeisen. Und da wir hier im Haus eine sehr hohe Grundlast haben, die über 400 Watt beträgt, geht also auch hier nichts ins öffentliche Netz. Das bleibt also alles im Haus, verteilt sich an die verschiedenen Hausgeräte, Kühlschrank und Uhren, Radiowecker, vielen Netzteile, die ja irgendwo, die Schaltnetzteile, die überall bei den Geräten in den Steckdosen stecken, die verbrauchen ja alle einen Standby-Strom, das addiert sich ja und da wird jetzt die Energie verteilt, sodass man eben Strom spart. Und ich vergeude hier, der Vorteil auch, ich vergeude hier beim Entladen der Batterie keine Energie, weil die wird dann wenigstens im Hausnetz genutzt. Ich wollte euch hier eigentlich zeigen, dass eben bei 20 Ampere Entnahme die Kapazität immer noch ziemlich gleich ist, also auch bei 205 Amperestunden liegt. Das hat aber hier jetzt mit der Messung nicht geklappt.
Das Messgerät zeigt hier viel zu viel an. Also es zeigt nachher am Schluss hier über 240 Amperestunden an und über 3000 Wattstunden. Das kann natürlich nicht stimmen. Das liegt hier daran, dass vermutlich das Messgerät ein bisschen zu träge ist und der Wechselrichter durch diese Generierung der Netzspannung auch auch bei der Eingangsspannung natürlich die Ströme sehr stark schwanken. Und vermutlich hat er auch nicht so einen hohen Eingangskondensator und dadurch kommt das Messgerät ein bisschen durcheinander und zeigt hier einfach nur Quarks an. Also den Messwert könnt ihr vergessen und auch die Kurve vom Datenlocker, die bestätigt doch, dass da die Kapazität bei 205 Amperestunden liegt. Wo aber jetzt schon unsere Batterie fast komplett entladen ist, dann können wir sie mit unserem Lastwiderstand nochmal komplett entladen und da können wir nochmal genau testen, wann das BMS, bei welcher Unterspannung das BMS abschaltet. Das haben wir bisher noch nicht genau festgestellt, weil bei der letzten Messung das Cutoff vom Messgerät die Spannungsmessung beendet hat. Diesmal stellen wir die Cutoff-Spannung etwas runter, erstmal auf 10 Volt. So, stellen wir mal die Cut-Off-Spannung hier auf 10 Volt, damit wir jetzt einmal feststellen können, wann die Batterie wirklich abschaltet, beziehungsweise wann das BMS wirklich abschaltet. Spätestens bei 10 Volt müsste es abschalten, aber gewöhnlich schalten ja die BMS, die Batterie-Management-Systeme, etwas früher ab. Und das können wir jetzt durch diese Entladung am Schluss nochmal genauer feststellen. Ich setze hier das nochmal zurück, obwohl das ist jetzt im Prinzip eigentlich egal. Wir wollen ja nur das Cut-Off feststellen. So. So, ich mache hier nochmal einen Sprung. So, jetzt sind wir unter 11 Volt. Also hier das fast 10,77 an der Batterie. Messen wir jetzt also 10,8. Das ist eigentlich das Entscheidende jetzt, denn das BMS misst ja direkt an der Batterie. Da spielen jetzt die Widerstände von den Kabeln und so weiter und von der Sicherung keine Rolle. Also das ist entscheidend, wann schaltet die Batterie ab. So, jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo sie halt abschalten dürfte. 10,5 Volt. Volt. So, jetzt sind wir schon bei 10,1 Volt Batteriespannung und es hat immer noch nicht abgeschaltet. Ich habe die Cut-Off-Spannung von dem Messgerät jetzt noch mal etwas runtergenommen. Die hat man ja erst auf 10, damit das jetzt nicht abschaltet. Ich habe sie jetzt mal auf 9,6 Volt eingestellt, aber tiefer will ich nicht gehen. Eigentlich entlädt man Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien nicht unter 10 Volt. Das ist hier ein bisschen untypisch, aber schauen wir mal. 9,99. Also eigentlich sollte die Batterie nicht so weit runtergehen. Also eigentlich sollte die Batteriespannung nicht so weit entladen werden. Die meisten, wie gesagt, schalten deutlich früher ab. Bei 10 Volt ist eigentlich die Grenze, die immer empfohlen wird. Auch der Hersteller empfiehlt hier eigentlich, dass man nicht unter 10,8 Volt gehen soll. Aber abschalten tut er doch sehr spät. Ich nehme mal an, dass hier nur die einzelne Zellenspannung überwacht wird. Und nicht die Gesamtspannung, aber auch die Zellenspannung wird auf sehr niedrigem Niveau geschützt. Das ist sicherlich ein Grenzbereich. Ne? Jetzt schaltet gleich unser Messwiderstand ab. Jetzt. Also das BMS hat bis zur Spannung von, ich gucke mal gerade auf unseren Datenlocker, der misst das ein bisschen genauer,
9,69 Volt. So weit haben wir runtergemessen. Tiefer wollte ich nicht gehen, um der Batterie nicht zu schaden. Bis dahin hat das BMS nicht ausgeschaltet. Wann es genau ausschaltet, können wir somit nicht 100% sagen. Es ist auf jeden Fall unter 9,69 Volt. Ich habe dazu den Hersteller auch nochmal befragt. Also der hat mir versichert, dass man die Akkus bis 9,2 Volt entladen kann, weil da Zellen verbaut sind, die bis 2,3 Volt entladen werden können. Die könnte man sogar bis 2 Volt runterladen, ohne dass es den Zellen schaden würde. Das mag stimmen, kann ich nicht überprüfen. Dennoch ist es eigentlich unüblich, dass man Lithium-Eisenphosphat-Zellen so tief entlädt, weil man da auch keinen großen Nutzen hat. Da zuletzt geht die Spannung so schnell runter und es ist auf jeden Fall der Lebensdauer und den Zyklen nicht förderlich, wenn man eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie so tief entlädt. Also ich hätte mir da gewünscht, dass das BMS etwas früher ausschaltet. Wir haben es ja gesehen, wenn wir bei 10,4 Volt ausschalten würden, dann hätten wir immer noch 205 Amperestunden, die wir nutzen könnten. Also immer noch mehr als die angegebene Kapazität. Und von daher macht das aus meiner Sicht keinen Nutzen, da die Batterie so tief zu entladen. Aber so ist es hier. Wie gesagt, ich kann euch nur sagen, was der Hersteller gesagt hat. Für mich ein kleiner Minuspunkt. Eigentlich der einzige Minuspunkt, denn ansonsten hat die Batterie wirklich gute Leistung gezeigt. Die Batterie hat also wirklich sehr hohe Ströme vertragen, deutlich höhere Ströme als eigentlich angegeben. Die Erwärmung hielt sich wirklich im Rahmen und war eigentlich sehr gering für die Leistung. Aber auch Dauerleistung hat sie sehr gut verkraftet. Wir haben sie ja mit über 175 Ampere komplett entladen. Auch das hat sie gut weggesteckt, ohne sich jetzt übermäßig zu erwärmen. Die Zellen haben sich fast gar nicht erwärmt oder sehr gering. Es war dann nur das BMS, aber auch keine übermäßige Temperatur. Und auch die Abschaltung im oberen Bereich bei BMS war korrekt. Und auch beim Kurzschlusstest hat das BMS reagiert und hat schnell genug ausgeschaltet. Wir hatten zwar schon welche, die ein bisschen schneller waren, aber funktioniert hat es auf jeden Fall und ausreichend schnell. Das einzige kleine Manko, was mir persönlich war, halt wirklich, dass die BMS-Abschaltung im unteren Spannungsbereich etwas zu spät erfolgt. Da hätte ich früher die Batterie getrennt. Aber man muss sich ja nicht auf die BMS-Abschaltung verlassen, sollte man so und so nicht. Wenn man irgendwelche Verbraucher anschließt, sollte man ja sowieso die Batterie nicht bis ganz nach unten entladen, sondern schon etwas früher abschalten. Das kann man ja auch an Ladereglern beispielsweise einstellen. Da kann man auch Relais anschließen und Spannungen trennen. Oder an manchen Wechselrichtern kann man auch die Spannung einstellen, wann abgeschaltet werden soll, bei welcher Entladung. Und von daher muss das nicht weiter stören. Der Preis ist in Ordnung. Für die Leistung ist der auf jeden Fall in Ordnung. Aber letztendlich muss das jeder von euch alles selbst entscheiden. Ich habe euch nur gezeigt, was die Batterie kann. Ihr habt jetzt eine genaue Vorstellung, was sie kann, und alles andere liegt bei euch. Zu erwähnen ist noch das Ladegerät. Das ist vielleicht ein bisschen kurz gekommen in dem Video, aber ihr habt es ja gesehen, ich hatte es ja etliche Mal eingesetzt. Auch das hat seinen Dienst wirklich hervorragend getan. Die 20 Ampere werden eingehalten, die 20 Ampere, die versprochen werden, werden geliefert. Es wird auch nicht sonderlich warm und es lädt flott, zuverlässig, schaltet rechtzeitig ab, hat alle möglichen Schutzmaßnahmen, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz und so weiter. Also kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Wer also oft die Batterie oder öfters Batterien laden muss, ist sicherlich auch mit so einem schnellen Ladegerät gut bedient. Wer das nur einmal im Jahr machen muss, kann natürlich auch genauso gut ein Labornetzteil nutzen, wie ich es schon oft empfohlen habe. Ja, das soll es erstmal hier gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Test, wenn es entweder noch eine Batterie oder wenn es um den Wechselrichter oder irgendwas anderes geht. Denn im Augenblick interessiert mich der Bereich ein bisschen.
stärker und da bastle ich selber viel an meiner Solaranlage und deswegen kommt eben derzeit das ein oder andere Video mehr zu diesem Bereich. Aber es wird auch mal wieder irgendwas anderes kommen. Also bis demnächst mal wieder. Ciao!